Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter und wir sind Folge 331 von Simotrans. Ja, letztes Mal hatten wir die Linien korrigiert. Da muss eine nochmal angepackt werden. Das war die Stückgutliste und oder Stückgutlinie. Und die müssen wir definitiv anpacken. Da war noch ein Wegpunkt drin, der hier oben noch saß, glaube. Das gucken wir uns dann nach dem Intro an. Ne? Bis gleich. So, dann schauen wir mal hier in die Linien rein. Stückgutliste ist ausgewählt. Da Linie ändern, freier Wegpunkt. So, der kann definitiv gelöscht werden, weil, aber lass erst da hingehen. Ja, da ist er. Der ist da falsch. Definitiv gelöscht werden. Und dann. Oder? Ja. Maschinenfabrik ist klar. Dann fährt er hier hin, dann wieder zur Maschinenfabrik. Dann wieder hier hin, dann zum Chemiewerk. Wenn er beim Chemiewerk war, fährt er normalerweise zur Maschinenfabrik. Warte mal. Also, das ist ein Zug, der zwei Sachen gleichzeitig macht. Das bedeutet, wir müssen hier noch einmal rein und dann passt es eigentlich. Hoffe ich. So, dann ist das erledigt. Und die Linie passt. So, da haben wir das gemacht. Jetzt müssen wir nur gucken, wo geht's weiter, ne? Das ist ein Sackbahnhof, der kann nur funktionieren, der auch. Durchgangsbahnhöfe müssen wir definitiv ändern. Den haben wir umgebaut schon. Das ist ein Sackbahnhof, der geht. Ja, hier unten haben wir nämlich auch so ein Ding, ne? Hier ist ja der Sackbahnhof schon da angelegt und der ist aber noch hier. Aber ich glaube, hier haben wir bei dem nur Linien drauf gemacht, die direkt anfahren und nicht durch irgendein Schild fahren müssen, weil das Schild ist ja für den zum Gleis auswählen da. Also hier ist definitiv klar, wo sie was machen. Hier ist auch geregelt. Und hier ist auch der doof gelaufene Bahnhof dann, ne? Den würde ich dann auch noch umbauen wollen. Und zwar ganz einfach hier, Linie fährt da lang und Gleis geht hier rein, hoch nach da. So, Gleise. 210er reichen aus, denke ich. Kriegt da erstmal eins hier so direkt dran. Kommt auch von hier. Kriegt da Strom dran. War doch 210 hier, ne? Oder? Ja. Machen wir auch so. Und hat da schon ein Ausfahrtssignal. Und dann Einfahrtssignal. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt hier nochmal so, dass hier und hier solche Signale sind, die dann sagen, fahr du mal hier lang. Aber ich sehe gerade, das mit der Länge wird schon schwierig hier werden, ne? Ich glaube, wir ändern das doch nochmal. Weil wenn die hier, der hier steht, da reinfährt, dann steht er und blockiert doch, ne? 7, 8, 9, 10, 11. Ja. Der steht auf jeden Fall in der Länge dahinter dann. Würde ich jetzt anders gestalten wollen. Ja, komm, das ist jetzt egal. Ist zwar nicht so ganz so toll, wenn das so läuft, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Machen den da hin. Machen da die Ausfahrt hin. Strom hierher. Kriegen ein Signal dahin. Ich glaube, das ist auf jeden Fall lang genug. Und das Einfahren ist nur noch hier möglich dann. Oder da. Und das machen wir hier. Parallel zu dem.
Und das ist hier. Ja, das ist schon richtig, glaube ich. Das geht gar nicht anders da. Und dann brauchen wir Hochspannungsleitung auch auf dem Teilstück. Dann ist das schon mal fertig. Und jetzt müssen wir gucken, was wir hier wegreißen, ne? Also der... Nee. Könnt ihr das nochmal abwählen? Ich will das da nicht wegreißen. Die sollen alle da oben rausfahren. Das bedeutet, hier ist kein Rausfahren mehr nötig. Und hier ist auch erstmal kein Reinfahren nötig. Das passt erstmal. Hier werden wir das Schild wegmachen. Das brauchen wir dann nicht. Die können ruhig bis dahin vorfahren. Mach das auch nochmal weg. Und dann trennen wir hier noch eine Verbindung, die hier nach da ist. Und machen ganz schnell diese Verbindung dahin. Stellen hier das Einfahrtsignal hin. Das heißt, der kommt genauso wie der dahin. Und wir können hier noch was wegreißen. Und da auch noch was wegreißen. So, Einfahrt von hier nach da geht über dieses Signal. Hier können wir ruhig noch ein Signal hinstellen, was die Einfahrt hier macht, regelt. Und da machen wir auch noch eins hin. Ich hoffe, dass von der Länge das okay ist. Und dieses Teilstück kann dann auch noch weg. Das braucht auch keiner mehr, ne? Schicker wäre es jetzt natürlich, wenn die gerade da durchgeht, ne? So. Und so. Und wir reißen dann das Stück weg. Gut geklappt. Bauen hier noch ein Ausfahrtssignal hin. Alles ist prima, oder? Dieses Signal steht hoffentlich hier, ne? Und nicht da. Aber das sieht gut aus, oder? So. Einfahrt von hier unten möglich. Nach da. Können die Ausfahrt natürlich auch hier runterziehen, ne? Machen wir mal. Und hier gibt es noch ein Signal, was da steht. Gut, und dann können wir hier unten das auch alles wegmachen, ne? Ja, das war die falsche Richtung. Keine Ahnung, ob das jetzt hier das Bessere wäre. Jetzt fahren wir mit 280 bis da oben hin. Fahren dann mal kurz hier rein. Fahren dahin und fahren hier durch bis nach da. Und bauen hier noch schnellstens ein erstmal Stromleitung dran. So, das haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir natürlich nur 210er, obwohl wir, ach, ist eigentlich auch egal, ne? So. Ist das so richtig? Hier noch ein Auswahlsignal? Ne. Irgendwie sieht das komisch aus. Mach mal. Er fährt auf jeden Fall da schon mal rein, das ist schon mal gut. Das geht erstmal hier hin. So. Und jetzt Gleise. Fährt jetzt da raus, was ich eher nicht wollte, ne?
Also hier ist schon klar. Hier wollten wir so machen, dass die nur da hinfahren können. Er kommt von hier und fährt da rein. Dieses Signal weiß ich nicht, wo das wegkommt. Das reißen wir jetzt gerade mal weg. Okay, passt erstmal. Er wählt jetzt kein Dingens aus und bleibt deswegen vielleicht sogar stehen. Kann das sein? Nein, er fährt trotzdem rein. Glück gehabt, ne? Wir müssen das hier irgendwie noch anders gestalten. Das gefällt mir noch nicht. Ich glaube, das machen wir so. Und das machen wir so. Und hier kommt dann jetzt das Auswahlsignal hin. Genau. Die fahren bis dahin vor, fahren rum. Hier haben sie das Auswahlsignal, können sich ein Gleis auswählen. Die kommen von da. Bleiben da stehen, fahren da rum. Hier geht's lang und da geht's lang. Ich glaube, jetzt passt's. So, jetzt noch hier können wir noch was wegschneiden. Weil ich glaube, das kostet uns ja nur extra. Da geht's jetzt leider nicht, weil da ein Zug ist. Dieses Signal machen wir mal besser dahin. Und das andere nehmen wir weg, weil sonst fahren nachher noch einer so rum, ne? Jetzt kann er das nicht mehr. So, findet keinen Weg mehr. Ich glaube, das Bild ist schon Vergangenheit. Der stand da und findet doch einen Weg, ne? Gut, okay. Haben wir das hier auch umgebaut, ne? Wenn er mal weg ist, dann könnte man das Gleis dann noch wegziehen, aber ich glaube, auf das eine kommt es jetzt auch nicht drauf an. So, der ist ordentlich umgebaut. Das bedeutet, der nächste, der dann wäre, wäre hier. Der ist aber auch ein Sackbahnhof sozusagen. Beziehungsweise der fährt, ja, der ist der richtige Sackbahnhof, ne? Genau. Hier müssen wir dann als nächstes, glaube ich, nochmal dran, ne? Weil das ist kein Sackbahnhof, das ist ein Durchgangsbahnhof. Den wollen wir vielleicht nochmal ändern. Aber da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.